Ich möchte mal gerade was mit dir teilen. Ich komme gerade aus einem Interview, wo ich so viele Dinge hier geteilt habe, zu meiner eigenen Lebensgeschichte, wie ich es wirklich geschafft habe, da rauszukommen aus dem öffentlichen Dienst, wirklich meinem Herzen zu folgen und in das freie Leben zu starten, ja, von dem ich vorher ja auch mal geträumt habe. Und so mal ein paar essentielle Dinge mit dir teilen, zu deiner Ermutigung. Die Träume, die du in dir hast, diese Gedanken, diese Ideen, wie du eigentlich dein Leben gerne hättest, wenn alles für dich möglich wäre, die schickt das Universum, dein Herz, deine Seele, die schicken dir die ja nicht, weil sie nicht für dich möglich wären, sondern einfach, weil sie für dich möglich sind. Deshalb darfst du denen auch folgen. Und da würde ich dich gerne mal dazu einladen, dir mehr die Frage zu stellen, wie kann es für mich möglich sein? Was sind jetzt meine nächsten Schritte dahin? Und dir wirklich mal ganz klar auch im Detail drüber zu werden, wie genau dein neues Leben denn wirklich ausschaut. An dem Punkt stand ich ja auch mal, wo ich mich wirklich mal hingehockt hatte und mir wirklich mal klar drüber geworden bin, wie genau schaut denn mein ideales Leben aus? Und dem Kopf, der Denker, dem Verstand, den wir ja durchaus brauchen, das ist außer Frage, einfach auch mal einzusetzen als Beobachter. Wie der Volksmund es so schön sagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Unser Kopf, unser Denker, der wird immer Gründe finden, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, was erst noch gemacht werden muss, um die Basis der Sicherheit zu schaffen und, und. Was auch immer der Kopf da einem erzählt. Wenn man das weiß, dass der Denker es ja nicht böse mit einem meint, sondern einen einfach darauf hinweisen möchte, da droht Gefahr und weiß, dass das Dinge sind, die zum Beispiel auch noch aus Zeiten stammen, wo unser Stammhirn tatsächlich eine berechtigte Gefahr gemeldet hat, wenn wir unser gewohntes Terrain verlassen haben, weil der Säbelzahntiger einfach um die Ecke lauern konnte, wenn wir, um uns, unsere Familie zu ernähren, auf die Jagd gegangen sind. Daraus stammen diese Dinge noch von unserem Stammhirn. Dass es heute keinen Säbelzahntiger mehr gibt, braucht man immer drüber zu sprechen. Und wenn ich das weiß, da kommen so interessante Gedanken auf. Achtung, da droht jetzt Gefahr. Ich verlasse jetzt meine Sicherheitszone, aber ganz klar auch weiß, der erste Impuls war da, ich möchte jetzt durchstarten in ein freies Leben. Ich möchte mir jetzt wirklich ein Leben erschaffen, das meinem Herzen und meinem Seelenplan entspricht. Und wenn ich das dann weiß und wahrnehme, aha, jetzt setzt gerade das Stammhirn ein, das den Weg dahin nicht kennt, nicht berechnen kann. Das sind jetzt Dinge, die vermeintlich unsicher sind. Dann weiß ich auch, okay, das ist der Weg. Weil der Weg in das freie Leben, von dem du bis eben noch träumst, findet immer außerhalb des gewohnten Terrains, außerhalb der Komfortzone statt. Diese Weiterentwicklung dahin in das freie Leben, wo du eigentlich gerne hin möchtest, findet immer außerhalb eines gewohnten Terrains, außerhalb des Weges statt, was man bislang kennt. Das darfst du wissen, um daraus letzten Endes auch zu spüren, okay, das fühlt sich gerade unbequem an, aber das ist der Weg, um dem weiter zu folgen. Dann dürfen wir natürlich auch ganz stabil beginnen, so zu denken, wie die neue Identität, in die du dich ja damit mit deinem neuen Leben auch hinein entspannst, hinein entwickelst. Wie denkt die? Wie fühlt die? Wie handelt die tagsüber? Wie ernährt die sich? Also das fängt mit solchen Dingen auch an. Ich bin eben gefragt worden, auch im Interview, wo nimmst du immer diese Energie her? Naja, mein Traum war es einfach auch mal, als Monate noch länger gedauert hatten, wie das Geld, mich wirklich so hochwertig und gut zu ernähren, dass ich einfach immer in meiner vollen Kraft und Energie bin. Mein Traum war es auch, oder meine Gedanken gingen auch in die Richtung, egal was das Passalter sagt,
Ich starte morgens hellwach, topfit und voll guter Energie in den Tag. Dafür darf ich dafür sorgen, dass ich selbst natürlich in einer guten Energie bin und so starte, wie meine neue Identität das auch gerne möchte und natürlich meinen Körper auch mit der Nahrung füttere, die einfach auch dafür sorgt, dass alle Zellen und Organe gut genährt und versorgt sind. Ohne da jetzt ins Detail einzugehen, das wird jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen. Und daran wird auch deutlich, dass du dich ein Stück weit mit an erste Stelle setzen darfst. Du möchtest ein Energiespender sein für deine Familie, für dein Umfeld. Das kann natürlich auch nur funktionieren, wenn du erstmal dafür sorgst, dass es dir gut geht. Solange du mitleidest oder dir Dinge nicht erlaubst, weil jemand aus dem Umfeld das gerade nicht kann, damit kommst du ja nicht da an, wo du hin möchtest. Wenn wir jetzt mal rein auch vom Umfeld mal weggehen und mal einen kurzen Ausflug in die finanzielle Energie machen. Wenn du die Idee hast, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und irgendwo Projekte unterstützen möchtest, du hast da deine eigenen Ideen. Wenn du dir nicht erlaubst, in erster Linie mal die Geldenergie, die es braucht, um Projekte da draußen zu unterstützen, in dein Leben fließen zu lassen, wie will dann irgendwann der Tag kommen, wo du 10.000, 100.000 oder keine Ahnung, wie viel Geldenergie du in Projekte kannst weiterfließen lassen, die, weil es deinem Seelenplan entspricht, zum Beispiel dir am Herzen liegen? Verstehst du? Daran darf man ansetzen und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sich so gesehen an erste Stelle zu setzen. Also, Ermutigung für heute nochmal zusammenfassend. Die Impulse, die Ideen, die du hast für dein freies Leben, die schickt das universelle Feld dir, weil sie auch möglich für dich sind. Und dann geht es wirklich darum, zu unterscheiden, was ist Impuls, was ist Bauchgefühl, was ist Stammhirn. Und wirklich den Impulsen zu folgen. Das ist der Weg. Und immer wieder die Komfortzone zu verlassen. Ja, das funktioniert natürlich am einfachsten, wenn jemand an deiner Seite ist, die dort ist, wo du eigentlich hin möchtest. Und dann letzten Endes auch dafür zu sorgen, dass du in einer guten Energie bist, so in den Tag startest, was dich dann auch tagsüber in einer guten Energie sein lässt und natürlich auch für deinen Körper so sorgst, der ja nun mal der Tempel ist, dein physischer Körper, in dem die Seele wohnt. Wir haben diesen Körper, aber wir sind nicht dieser Körper, damit es dir in der Richtung auch entsprechend gut geht. Und auch das hat natürlich ja auch mit Geldenergie zu tun. Zweifelsohne. Das ist meine Ermutigung heute für dich hier. Hab noch einen fantastischen Tag, ganz liebe Umarmung. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, du weißt, wie du Kontakt zu mir aufnehmen kannst und mich erreichst. Alles Liebe. Ciao, ciao.